Leute, da sind wir wieder. Ja, dann wollen wir doch mal die Steinchen runterbringen. Die werden wir da unten sowieso brauchen. Ich bin ja gerade geneigt, da noch mal irgendwie eine Doppelkiste von der Wand zu reißen und dann hier die zu platzieren. So, ja, ich denke, das werden wir da gar nicht alles reinkriegen. Aber wir packen erstmal so ein bisschen aus, denn ich möchte von oben wenigstens noch mal die eine Halbstufe mitnehmen. Das werden wir machen. Und wir werden natürlich uns den Slime gleich noch holen. Aber erstmal fahren wir noch ein bisschen Tuff-Tuff-Bahn. Ja, schöner wäre es natürlich, wenn die wirklich irgendwie so ein bisschen Tuff-Tuff-Bahn-Sound hätte. Wenn es wirklich so. Also ich mag diesen Bahn-Sound total gerne, weil der ist so ultra beruhigend. Dieses gleichmäßige Geratter. Sollte ich mir vielleicht mal eine MP3 irgendwie zusammenstellen zum Einschlafen, ist das bestimmt hervorragend. Auf was für Gedanken man hier so kommt, wenn während man Minecraft spielt. Also unglaublich. Naja, wie auch immer. So, jetzt haben wir auch den einen geholt und Quatsch, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich wollte mir doch noch eine Doppelkiste von der Wand reißen. Nochmal reingucken, ist hier auch leer. Ja. Bing und Bing. So, puff und Kaching und dann gehen wir mal runter, weil was soll ich jetzt extra die Kisten bauen, wenn wir hier oben noch so viele leere haben? Ja, der Garten sollte jetzt extrem safe sein. Da sollte jetzt echt gar nichts mehr passieren. So, na, das gefällt mir irgendwie immer noch nicht so richtig, aber mit der Version 1.3 oder später dann, da steigt man ja mehr zur Seite aus. Das heißt, man steigt wesentlich weiter weg aus. Das passt dann schon wieder. So, und dann nehmen wir uns doch einfach mal unser Kistchen und stellen uns das einfach mal auf die andere Seite. Da können wir auch gleich mal noch ein paar Steinchen basteln. Die werden wir sowieso brauchen. Bing! Die eine Stufe können wir noch rausschmeißen. Ach so, das sind andere Stufen. Ah, das war ja natürlich jetzt richtig schlau, dass ich die runtergeholt habe. Ja, was haben wir da draus gelernt? Können wir das Ding gleich wieder hochbringen? So, bing, 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 boing. Aber die lassen wir da unten jetzt erstmal liegen, bis wir das nächste Mal irgendwie die ganz normalen Pflastersteine, die Cobblestones hochbringen und dann werden wir uns die mal greifen, wenn ich denn dran denke. Ich gehe jetzt noch mal gucken, ob da irgendwas durchgefallen ist an EXP-Kugeln. Nein, ist es nicht. Dann wollte ich noch was anderes ändern und zwar brauchen wir ja im Moment sowieso nur eine Fahrtrichtung. Wir machen das jetzt mal anders. Machen wir das wirklich hier? Ja, eigentlich ist es wurscht, wo wir die wegnehmen. Also das spielt keine Rolle. So, nehmen wir uns da nochmal eine weg. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich damit vorhabe mit den Fackeln. Ich möchte erstmal die Bahnhöfe so schalten, dass die halt dauerhaft an sind und wir dann einfach bis hier hinten zu diesem Bahnhof durchfahren. Ist auch eine ganz einfache Geschichte. Da brauchen wir keine großartige Schaltung basteln. Nein, wir stellen hier einfach nur eine Fackel daneben. Und dann wäre das auch schon erledigt. So, klingen. Und dann hier nochmal. Nur ich kann die leider nicht aus dem Minecart heraus, setzen, die Fackeln. Dass das jetzt aus ist, spielt keine Rolle. Darüber ist ja noch eine Beleuchtung. Die macht es also hell genug, dass da nichts spawnen kann. Wie gesagt, wenn wir jetzt einfach mal eine Runde runterfahren würden, wir wären jetzt von oben gekommen, dann würden wir einfach ganz einfach eine Runde drehen und würden dann hinten am Bahnhof anhalten. Hätte man auch zeitgesteuert mit Repeatern machen können, aber die verbrauchen immer so viel Redstone und von daher, das ist die Billigvariante. So. Wieder viel geschwafelt. Oh, die vier Stück, die werde ich jetzt endlich mal los. Die vier Melonen. Dann laden wir nochmal die Slimes aus und dann haben wir auch schon Fertsch. Und dann gehen wir mal hoch und basteln da oben weiter, damit wir den Raum dann mal fertig kriegen. Ja, die Slimes können wir gar nicht reinpacken, aber dann machen wir das anders. Dann machen wir
So. Und basteln uns einfach nochmal ein paar Steine. So, gatsching und auf geht's. Ja, Türen brauchen wir auch nicht mehr aufmachen. Haben eigentlich richtig gute Vorarbeit geleistet. Müssen jetzt nur nochmal die Glowstones reinpacken. Und dann können wir uns hier durchfräsen, wie die Weltmeister. So, bing, 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 bing. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt mal nach links geschaut. Jawohl, das passt auch. Und dank der Effizienz funktioniert das ja jetzt alles ein bisschen schneller. Das heißt, wir verschwenden nicht mehr durch dieses langsame Steineklopfen so viel Zeit. Wir müssen nur zusehen. Ich glaube, ich brauche jetzt, um die Spitzhacke zu reparieren, brauche ich jetzt 9 Level. Also das ist jetzt doch vom Level dann gestiegen. Ich war nur nie in dieser Situation, dass ich irgendwas mit Effizienz verzaubert hatte. Von daher hatte ich mich gewundert, als ich das mal Probe repariert habe. Und der hat gesagt, 9 Level brauche ich dafür. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil ich ja sowieso immer rumgeheult habe, dass mir das Reparieren eigentlich zu billig ist. Aber für die Effizienzverzauberung, wie gesagt, dann mit der Haltbarkeit 3, da möchte der dann schon 9 Level für haben. Und das finde ich ein faires Gegenangebot. Den Diamanten schmeißen wir natürlich trotzdem noch weg. Das bleibt alles beim Alten. Das möchte ich so haben, denn eigentlich gibt es ja dieses Reparieren nicht. Wir müssen eigentlich 2 Spitzhacken davon haben. Das wären dann schon insgesamt 6 Diamanten und dann könnten wir die auch nicht komplett reparieren. Also das ist da, wir haben schon einen ganz schönen Vorteil dadurch. Und da finde ich das gar nicht so schlimm, dass wir dafür dann einen Diamanten wegschmeißen. So, bing, bing, bing. 2, 3. Na, ich weiß nicht, wann wir hier am Ende ankommen. Ich brauche mal wenigstens einen Stein so. Ja, da sind wir am Ende. Das wollte ich nämlich wissen. Und deswegen müssen wir hier mal ganz kurz den Stein wechseln. Nee, so zurückwechseln. Der muss noch raus. Bing, bing. Und dann Beleuchtung rein. Und dann wird alles gut. So, hier müsste ja auch noch irgendwo ein Leuchtstein sein. Im Zweifelsfall genau unter dem hier. Ist er auch. Passt alles. Alles wunderbar. Alles gut. Und ihr seht schon mit der Effizienz, also da knüppelt man sich hier doch schon ein bisschen zügiger durch. So, bing, bing, bing. Ja, die Wand kann dann natürlich auch wieder raus. Also ein paar Steinchen gewinnen wir zurück. Oh, das war blöd. Die hätte ich drin lassen können. Aber wenn man so im Fräswahn ist, wir müssen natürlich zusehen, dass wir genügend Slimes und sowas an Land kriegen. Damit wir auch ordentlich Level noch nebenbei machen. Aber das wird uns doch hoffentlich irgendwie schon gelingen, damit wir dann auch unsere Spitzhacke bei Bedarf dann reparieren können. Ja, und wenn das dann geschafft ist, dann geht es eigentlich daran, die Aufstiege zu basteln. Wobei, ich wollte eigentlich auch nochmal wieder zurück in die Mine. Und ja, die Höhle haben wir ja immer noch. Das hatte ich ja dann eigentlich erstmal verschoben. Von wegen den Leveln mit unserem Schwertchen. Ach Mensch, es gibt so viel zu tun und ich habe so wenig Folgen. Das ist, manchmal ist es einfach nicht einfach. Das ist, da möchte man alles auf einmal machen und irgendwie geht das nicht. Und das ist blöd und ich möchte ja auch nicht, dass es zu langweilig für euch wird. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal hier direkt daneben. Kriegen wir auch die 4 hier raus. Ja, Lava höre ich schon wieder. Die gluggert hier irgendwo durch die Gegend.
Ist aber immer ein bisschen schwierig festzustellen, wo sie denn ist. Aber diesmal haben wir doch wenigstens, ja, die Monster haben wir an. Also da kann schon nicht, schon mal nichts passieren. Ja, blöd, dass mir das nicht aufgefallen ist, dass ich da ohne Monster gespielt hatte. Das war natürlich ein bisschen schlecht. Das war so nicht geplant. Da müssen wir mal aufpassen. Ich glaube, das ist schon die Außenwand, oder? Ja, ihr merkt schon, der Hals, der ist auch noch nicht ganz tipptopp, aber es geht schon wesentlich besser. Nur sehen tue ich jetzt hier irgendwie gar nichts mehr. Ich muss hier erstmal. Hier ist das. Ich muss hier erstmal ein paar Leuchtsteine wieder platzieren. So, und hier ist es. Ja, da werden wir dann auch wieder Slimes verbrauchen, denn mit diesen 37 Stück glaube ich nicht, dass wir das hier fertig kriegen. Also da gehe ich mal stark von aus, dass das nicht passen wird. So, bing, bing, bing. Der kommt noch raus. Und dann hier noch die Wand schnell reingeballert. So, aber ihr seht schon, das geht jetzt alles wesentlich zügiger mit Effizienz drauf. Das macht schon Sinn. Ja, hier brauchen wir dann allerdings, ist es denn die richtige? Ja, Glück. Da brauchen wir dann wieder unsere Glücksspitzhacke. Kohle können wir ja eigentlich gar nicht genügend haben. Da wir früher oder später unseren Steinvorrat dann auch aufgebraucht haben und dann werden wir, Entschuldigung, dann werden wir uns Steine nachbraten müssen und dafür ist es nie verkehrt, wenn man ordentlich Kohle am Start hat. Ja, das machen wir jetzt aber mal irgendwie anders. Haben wir mal hier eine Fackel, dass wir das hier mal notbeleuchten. So, und dann müssen wir erstmal ein bisschen Stein besorgen gehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Stein reinstopfen. Ja, ich höre einen Slime. Den werden wir uns auch noch gleich holen. Notbeleuchtet ist. Einmal Steine eingepackt. Den Cobblestone, den können wir komplett rauswerfen. Das packen wir auch mal mit raus. Passt schon. Gut, und ich denke mal, der wird unter uns sein. Da wir von oben nichts durchplatschen sehen, ja, der ist auch unter uns. Und da hinten ist noch einer, den auch den werden wir uns noch holen. Ding und Ding und da ist noch ein kleiner. Wo kam der denn her? So, und auch den da hinten holen wir uns. Also wir wissen ja, wir brauchen 9 Level, um diese Spitzhacke hier zu reparieren. Und um die 9 an Land zu kriegen, müssen wir halt natürlich auch das ein oder andere Monster jagen gehen. Höre ich noch irgendwo welche platschen? Gucken noch mal kurz nach unten. Nee, hier ist nichts. Auch in den Wänden ist irgendwie komischerweise im Augenblick kein einziges Monster am Start, obwohl ich doch da eigentlich weit genug weg sein sollte. Naja. Gut, wir nehmen uns jetzt mal hier unseren Stack und basteln das mal alles wieder zu. Aber nur bis hierhin. Nein, der war schon wieder falsch gesetzt. Blöd. So, auf geht's. Ja, auch der da hinten ist natürlich falsch rausgefräst. Wenn ich schon dabei bin, Fehler zu machen, dann aber auch richtig. Ja, das geht halt, wie gesagt, mit der Effizienz geht das relativ zügig, dass man da irgendwie einen Stein mit rausprügelt, den man gar nicht mit rausprügeln wollte. Ja, da hinten sehe ich noch einen Slime. Den werden wir uns dann in der nächsten Folge noch holen. Und mit Blick auf diesen Slime sage ich erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.